Ja, hallo, ich bin René vom Waffenhandel Becker und ich habe mitgebracht heute eine Waffe aus dem Hause Heckler & Koch und zwar das neueste Modell aus der Reihe SFP9. Aber schauen wir uns die Waffe einfach mal selbst an. Ja, kommen wir zu unserer Waffe hier von Heckler & Koch und schauen wir mal rein. Haben unsere Waffe und wie gewohnt im Deckel Bedienungsanleitung und die ist richtig schön dick und die ist komplett in Deutsch. Und wenn man hier reinschaut, ist das wirklich sehr schön alles dargestellt, schön bebildert, Funktionsweisen, wirklich klasse gemacht. Wie was funktioniert, wie ich die Adapterplatte hier rausnehme, wie das mit dem Schießen funktioniert, mit Verkanten und. Wirklich sehr schöne Bedienungsanleitung. Dann haben wir die Waffe selbst, die kommt hier im Koffer mit drei Magazinen, 1, 2, 3, den Rücken, die ich hier tauschen kann, welchen Stift hier rausdrücke, dann kann ich die Rücken tauschen und kann auch die Seitenteile tauschen, die kann ich dann rausziehen. Und dann haben wir natürlich die Waffe selbst. So wie ich die Waffe jetzt in der Hand halte, die Heckler & Koch SFP9 OR Match. Und zwar die neue Pistole von Heckler & Koch im Kaliber 9 mm. Waffengewicht wird angegeben mit 755 Gramm oder liegt so ungefähr bei der Heckler & Koch SFP9 LOR. Ist auch wirklich in der Hand, liegt sie sehr, sehr schön. Eine leichte Waffe, wenn ich sie mir dagegen ansehe, von der Größe tatsächlich. Und da sind wir gleich bei der Gesamtlänge. Die Waffe ist nämlich gesamtlang 255 mm. Und dafür, dass sie so lang ist, fühlt sich wirklich sehr, sehr leicht an. Was auffällt, die SFP9 L kennen, sie ist länger. Lauflänge beträgt hier 5,5 Zoll. Von ausgefräst seht ihr das, um Gewicht zu sparen, um tatsächlich nicht schwerer werden zu lassen als die SFP9 LOR. Dann haben wir ein starres Korn und eine starre Kimme mit fluoreszierenden Leuchtpunkten. Wir haben hier oben die Möglichkeit, über eine Adapterplatte einen Rotpunkt zu befestigen. Magazinkapazität beträgt 20 Patronen. Wobei die normalen 20-Schuss-Magazine, die ihr vielleicht für eure SFP9 habt, nicht passen, seht ihr? Die gibt es hier mit Push-Button, wie bekannt, wie üblich, oder auch mit Pedal. Dann ist der Verschlussfanghebel wie gewohnt beidseitig bedienbar. Die Anzeige, ob die Waffe gespannt ist, habt ihr hinten, seht ihr, jetzt ist sie gespannt. Und wenn ich jetzt abkrümme, ist sie entspannt. Was neu ist, die Waffe besitzt einen Magazintrichter und der Abzug geht deutlich leichter. Und das wollen wir mal messen. Keine Laborbedingungen, ist mir klar. Ganz grob für uns ermittelt ungefähr 1500 Gramm jetzt Abzugsgewicht gewesen. Zerlegen der Waffe, einfach arretieren, Zerlegehebel umlegen. Griffstück trennen. Und zerlegt. Zusammensetzen sinngemäß umgekehrt. Eine Frage ist natürlich, die sich der eine oder andere stellt, der eine SFP9 LOR hat, lohnt sich die Match zu kaufen? Oder jemand, der zwischen beiden gerade entscheiden muss? Ja, also die Unterschiede sind klar zu sehen. Die Match hat, wie gesagt, den etwas längeren Lauf, hat den Magazintrichter und den besseren Abzug. Und da war ich tatsächlich überrascht. Der Abzug ist tatsächlich besser, wie ich finde. Druckpunkt. Jetzt bricht mein Schuss. Reset. Also es gefällt mir tatsächlich gut. Und wir wollen beide noch mal im Vergleich uns das Abzugsgewicht noch mal anschauen. Keine Laborbedingung, vollkommen klar. Ich knapp unter 2000 Gramm Abzugsgewicht. Und
Und jetzt tatsächlich sogar weniger als vorhin, weil ich ein bisschen weiter unten gezogen habe, ein bisschen schräg. Aber es pendelt sich dann tatsächlich ein, tatsächlich um die 1400, 500 Gramm. Fakt ist eins, der Abzug ist besser. Ich habe hier einen Magazintrichter dran, der Lauf ist länger. Der Abzug ist tatsächlich besser. Die Waffe, die normale SFP9 LOR, kostet weniger. Und jetzt kommt es tatsächlich auf den Schützen, die Schützin an. Was ist euch wichtig? Was braucht ihr? Was wollt ihr? Welche Anforderungen habt ihr an die Waffe? Und danach müsst ihr jetzt tatsächlich selbst die Entscheidung treffen, welche der Waffen ihr euch kauft. Oder ob es vielleicht auch eine ganz andere wird. Ja, hier haben wir es nochmal, unsere SFP9 OR Match, Kaliber 9mm. Ja, tatsächlich eine wirklich schöne Waffe, wie ich finde. Hat natürlich dann tatsächlich einen höheren Preis als die normale SFP9 L. Aber man bekommt natürlich auch mehr. Den Magazintrichter finde ich persönlich nicht ganz so spannend. Die längere Waffe finde ich interessant. Und den Abzug, das merkt man deutlich, den Unterschied. Und wenn ihr jetzt Interesse habt an der Match OR, der SFP oder einer ganz anderen Waffe und ihr besitzt die entsprechende Erwerbsberechtigung, dann könnt ihr die Waffen sehr, sehr gerne bei uns über den Waffenhandel Becker erwerben. Und für alle, die einfach mal wissen wollen, wie es ist zu schießen mit einer Pistole hier von Heckler & Koch oder einer anderen Waffe, für die ist ein Schnupperschießen bei uns bei der Schießschule Becker genau das Richtige. Und für alle angehenden Sportschützen, denen noch die Waffensachkunde für Sportschützen fehlt, da würde ich mich sehr freuen, euch beim entsprechenden Waffensachkundekurs bei uns bei der Schießschule Becker begrüßen zu dürfen. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute, ciao.